Hallo Sushi-Liebhaber, heute gab es bei mir wieder Thunfisch und ich habe ein richtig leckeres Sushi draus gemacht. Allerdings erstmal eine ganz kurze Vorgeschichte zu diesem Rezept. Ich habe Anfang des Jahres ein Video auf YouTube gesehen vom Jörn. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du das siehst. Vom Kanal Barbecue aus Rheinhessen. Der macht sehr, sehr viele Grill- und Barbecue-Rezepte. Und der hat sich ein Thunfischsteak genommen, ein bisschen mariniert und dann mit Sesam quasi bestreut und paniert, kann man quasi sagen. Und das hat er dann ganz scharf angegrillt und mit ein bisschen frischem Wasabi serviert. Ich habe das so ähnlich gemacht. Ich habe das Thunfischsteak ein ganz bisschen mit Sesamöl bestrichen, dann auch mit Sesam paniert und in einer Pfanne scharf angebraten. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Wie ihr das selber zu Hause machen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Ganz viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir heute benötigen. Den gekochten und gewürzten Sushi-Reis, wie ich den immer mache. Video habe ich euch eingeblendet. Dann ein richtig schönes Stück Thunfisch. Ich zeige es euch gerne mal aus Nahem. In dem Fall war das tiefgekühlt. Ich habe das jetzt einen halben Tag lang auftauen lassen. Ganz langsam im Kühlschrank. Das wird dann gleich mit ein kleines bisschen Sesamöl eingerieben und in Sesam gewendet, sodass wir danach eine Schicht Sesam außen um das Steak drumherum haben. Das Ganze wird dann leicht angebraten und ganz am Schluss mit ein bisschen Wasabi gewürzt. Ich fange jetzt zunächst damit an, dass ich mir ein bisschen von diesem gerösteten Sesamöl nehme. Das kommt hier ein bisschen drauf. Circa so viel. Das ist eigentlich schon ausreichend, so ein halber Teelöffel circa. Und das werde ich jetzt hier schön darauf verstreichen. Von beiden Seiten. Das kann man nochmal hier ein bisschen drin wenden. So dass beide Seiten wirklich schön mit Öl bedeckt sind. Das hat zwei Effekte. Zum einen bleibt natürlich der Sesam gleich viel besser daran haften. Und zum anderen ist es schon mal so eine gewisse Fettschicht, die wir gleich in der Pfanne nochmal brauchen werden. Als nächstes nehme ich mir jetzt den Sesam. Den gebe ich einfach hier oben drauf. In meinem Fall habe ich jetzt hier weißen Sesam. Ihr könnt natürlich auch genauso gut schwarzen Sesam nehmen. Das drücke ich hier ein bisschen fest. Das kann man ruhig ein bisschen fester machen, weil sonst könnte es passieren, dass das Sesam natürlich abfällt beim Braten. Von der anderen Seite auch noch mal ein bisschen. Das sollte auch schon ausreichen. Kleiner Test, es fällt nichts ab. Und jetzt können wir es schon anbraten. Ich habe das Thunfischsteak jetzt in der Pfanne angebraten. Ihr könnt es sehen. Ich habe das Thunfischsteak jetzt in der Pfanne angebraten für ungefähr 40 Sekunden pro Seite, zusammen mit einem bisschen Sesamöl. Und ihr könnt sehen, in der Mitte hier ist es noch komplett roh und außen die Seiten sind schön braun geworden. Ich werde das jetzt auskühlen lassen auf der Seite für ungefähr 5 bis 10 Minuten, damit es komplett kalt ist. Und dann geht es gleich weiter. Das Thunfischsteak hatte jetzt genug Zeit zum Auskühlen. Jetzt habe ich mir ein scharfes Messer genommen und jetzt werde ich es in dünne Streifen aufschneiden. Schauen wir mal rein. So sieht es jetzt von innen aus. Wie gewünscht, noch roh in der Mitte und außen schön knusprig. Wunderbar. Hier liegt es jetzt, das aufgeschnittene Thunfischsteak. Für Nigiri kann man allerdings leider nicht alles davon nutzen, sondern nur von ungefähr hier bis, ich würde sagen, zu diesem Stück. Die sind einfach lang genug. Wenn ich hier aus Nigiri machen würde, ihr seht es ja, das ist wirklich sehr, sehr klein. Das passt einfach dann nicht mehr von den Proportionen. Deshalb werde ich jetzt ungefähr aus den Stücken bis hier. Hier werde ich Nigiri draus machen. Aus denen werde ich noch eine Rolle machen. Das heißt, ich nehme die einfach als Füllung. Das funktioniert genauso gut. Und das Stück werde ich jetzt einfach mal so probieren. Weiter geht's. Ich habe mir hier schon mal ein bisschen Sushi-Reis rausgenommen. Daraus forme ich mir jetzt schon mal so ein Nigiri leicht vor. Ungefähr in der Größe. Ich habe euch ja schon mal ein ausführliches Video gezeigt, wie ich Nigiri mache. Ich gehe jetzt ein kleines bisschen schneller drüber weg. Als nächstes kleines bisschen Wasabi, dann nehme ich mir hier so ein schönes Stück von dem Thunfisch.
Da kommt das Wasabi drauf, mittig. Jetzt können wir das hier platzieren, leicht festdrücken. Dann wird es einmal umgedreht, an den Seiten ein bisschen festgedrückt und jetzt von oben und auch hier mit dem Daumen leicht festgedrückt. Dafür braucht man nicht viel Kraft, ganz locker, dann funktioniert es am besten. Und dann sollte es ungefähr so aussehen. Ich zeige es euch nochmal ein bisschen genauer. So sieht es jetzt aus. Die optimale Nigiri-Form, sagt man zumindest, sollte hier unten flach sein und dann nach außen steigen. Finde ich, hat ganz gut geklappt. Wenn ihr die Hände ungefähr so haltet, dann ist hier in dem Finger und am kleinen Finger, dann nimmt es quasi automatisch diese Form an. Der Fisch hat sich auch schön angeschmiegt und wenn man das jetzt hinstellt, dann steht es auch optimal und wackelt nicht oder fällt um. Das erste Nigiri ist fertig. Hier seht ihr es nochmal ganz kurz. Die anderen muss ich noch fertig machen, aber jetzt ist auf jeden Fall für mich Zeit zum Probieren. Ich habe es ja schon mit ein bisschen Wasabi gewürzt, das heißt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen Sojasauce noch dazu getan. Jetzt wird mal probiert. Ich stimme es wieder mit der Fischseite nach unten ein. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Also das müsst ihr auf jeden Fall mal nachmachen. In der Mitte ist der Thunfisch noch komplett roh. Das heißt, er hat noch diesen sehr weichen, sehr zarten Geschmack vom Thunfisch. Das schmeckt wirklich wunderbar. Und außen ist er sehr scharf angebraten, das heißt die durchgebratene Schicht ist wirklich sehr, sehr klein. Das gefällt mir gut. Und er hat natürlich richtig schöne Röstaromen bekommen. Dadurch bekommt er nochmal einen sehr interessanten Geschmack. Ich denke, das Rezept eignet sich für sehr, sehr viele Leute. Zum einen für Leute, die schon viel Nigiri-Sushi gegessen haben. Das wird ja auch sehr, sehr häufig mit Thunfisch serviert. Da ist es einfach mal wieder was Neues, mal wieder was anderes probieren. Da ist eine tolle Idee. Und für Leute, die vielleicht noch keinen rohen Fisch gegessen haben, könnte das vielleicht ein guter Einstieg sein. Der ist ja halb zumindest gebraten, das heißt, es ist so ein Übergangsbereich. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Vielleicht macht ihr es ja mal nach oder teilt es auch mit euren Freunden, die daran Interesse haben. Wie immer habe ich die komplette Anleitung und die Zutaten, die ihr benötigt, auf meiner Homepage sushi-liebhaber.de verlinkt. Da könnt ihr es nochmal in aller Ruhe nachlesen. Wie immer, ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Tschüss!